Grüß Gott, ihr wisst, glaube ich, was das heißt. Ich will ein Food-Tagebuch von Mai und von Mai bis Juli machen. Jetzt habe ich es. Ja, weil es ist schon ziemlich viel zusammengekommen und ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt, bevor es noch mehr wird. Und ja, fangen wir mal an. Also im Mai war ich eigentlich noch relativ brav, außer einmal Maggi essen. Dann steht hier bei mir, mein Essen, das ich immer in der Früh gegessen habe, Käse und Gemüse. Da habe ich aber lange nichts mehr davon gegessen. Im Mai, glaube ich, war eh das letzte Mal von dem. Dann war ich brav und habe auch am Abend mir öfter Tomatenmozzarella gemacht. Damit habe ich auch leider aufgehört. So wie mit Salat, was auch im Mai sehr brav war. Also im Mai war ich echt brav, was sowas betroffen hat. Getrunken habe ich auch gerne im Mai Wasser mit Zitrone oder Orange oder mit Petersilie drin. Klingt zwar eklig, aber war wirklich gut. Besonders, wenn es ein bisschen wärmer war. Dann steht bei mir Schweinsbraten. Ich weiß jetzt nicht, welcher das ist. Das ist schon so lange her. Dann steht bei mir noch einmal McDonald's. Also im Mai habe ich auch oft so Cheat Days gemacht. Da hat das noch relativ gut funktioniert. Jetzt in letzter Zeit funktioniert das nicht mehr so gut. Dann habe ich noch gegessen einen Salat mit Hühnerstreifen. Einen Veggie-Burger. Da waren wir essen. Da war ich mit den Arbeitskolleginnen, in Klammer Freundinnen, essen. Und da habe ich mir auch einen Eiskaffee gegönnt. Also ja, ein bisschen muss sein. Dann kommen wir schon zu Juni. Im Juni hat mein Vater von Benna ein Eis mitgebracht. Ja, wir haben das zu viert aufgegessen. Also ich war nicht allein dran schuld. Dann eine Torte von der Arbeit. Ich weiß jetzt nicht, von wem die... die hatte Geburtstag und hat das selber gemacht. Die schaut ja echt Hammer aus, oder? Dann habe ich... Also mein Vater hat oft Pizza bestellt im Juni, beziehungsweise er hat eine Pizza abgeholt. Und die war mit Rucola und Mozzarella und ich finde die so gut von dieser Pizzeria. Ich mag die so, so gerne. Ja, dann waren wir auf einer Biotherm-Schulung. Und da habe ich einen Cocktail getrunken, der blau war. Ich fand das so passend zu dem Thema Biotherm. Ihr wisst ja, Biotherm und ich mag die Marke so gern. Und da fand ich das richtig passend dazu. Dann habe ich noch einen Salat gefuttert. Im Juni war ich doch noch brav, was Salat betroffen hat. Ja, dann habe ich mir einmal, ich weiß jetzt nicht wo, aber ich habe mir irgendwo mal Mozzarella-Sticks gekauft und die waren sowas von gut und ich finde die nicht mehr. Ich weiß nicht, wo das war. Schande über mein Haupt, weil die waren echt gut. Ich meine, die Soße war jetzt nicht so gut, die dabei war. Da hätte ich auch Ketchup oder sowas dazu essen können, aber ich hoffe, ich finde die nochmal. Dann habe ich auch einen Salat mit Mozzarella-Sticks gegessen. Ich habe da so eine Mozzarella-Stick-Phase gehabt im Monat Juni. Und dazu, da war ich nämlich mit dem Jan essen, einen Zitronenkracherl, was ich aber nicht so gut fand, weil das Himbeerkracherl mag ich lieber. Da waren wir 2 Tage hintereinander essen, fällt mir gerade ein, weil der Jan und ich waren danach am nächsten Tag nochmal dort essen. Und da habe ich eine Vollkornpizza bestellt, weil ich das mal probieren wollte und mit Vollkorn schmeckt die urgeil. Ist auch gesünder angeblich. Da war, ich sage ja, Mai und Juni war ich noch so brav und Juli bin ich eskaliert, das hört sich gleich. Naja, so brav auch wieder nicht. Ich sehe gerade, nach der Pizza kommt dann Benner-Eis, was wieder mein Vater mitgebracht hat. Dann habe ich mich mal mit der Emi kurz getroffen, weil da ist sie ja dann weggeflogen. Das heißt, ich hatte nicht so viel Zeit, weil mir ging es auch in letzter Zeit wieder nicht so gut. Also diese Depri-Phasen sind in letzter Zeit sehr, sehr oft. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es am Alter, ich weiß es nicht. Aber da habe ich zurück gesagt, dass wir halt nur bei mir essen gehen könnten. Und da habe ich einen Salat mit Schinken und Ei gegessen. Und das war echt gut. Das hat echt gut geschmeckt. Was ich mir auch oft gemacht habe, waren Spiegeleier im Juni. Also das habe ich auch sehr, sehr oft gemacht. Entweder mit so Speckwürfel drüber dann. Habe ich sehr, sehr oft gemacht. Aber da habe ich auch Urlaub gehabt im Juni noch. Dann, was ich auch sehr, sehr oft gegessen habe, war Spaghetti Carbonara, aber mit Dinkelnudeln. Und ich habe dadurch nicht zugenommen. Das ist wirklich kein Scherz. Ich habe dadurch wirklich nicht zugenommen. Sollte ich wieder umwechseln. Weil die Dinkelnudeln finde ich auch sehr gut. Also ich merke da nicht so wirklich einen Unterschied. Im Juni in meinem Urlaub waren wir auf der Goldtierschulung. So. Also Jean-Paul Gaultier-Schulung. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Die war ja echt cool. Und da gab es so viel zu essen. Da habe ich so viel gegessen, bis mir schlecht worden ist.
aber auch nur, weil am Anfang sehr wenig serviert worden ist. Ich habe da auch ein paar Fotos und dann später war so ein richtiges Riesenbuffet. Ihr seht ja die Fotos, das war ja mega Hammer. Ich habe mich da durchgefressen. Ich habe mich wirklich durchgefressen, bis mir speibübel war. Weil ja wieder das Restaurant aufgemacht hat, wo ich mal gearbeitet habe, waren wir dort auch wieder essen und dort liebe ich die Sperrribs so. Es gibt nirgendwo bessere Sperrribs als dort für mich. Also wenn ihr es genauer wissen wollt, das ist das Strandcafé. Ich weiß nicht, ob viele das kennen. Das ist dort bei der Alten Donau. Ich liebe die Sperrribs dort. Nicht nur, weil mich viele Leute auch dort kennen und ich das so schön finde, wenn mich Leute kennen, aber ich gehe dort so gerne essen. Ich war jetzt schon länger nicht mehr. Ich möchte unbedingt wieder dorthin. Dann steht bei mir Burger. Lasst euch überraschen, welcher Burger das ist. Ich weiß es nämlich nicht mehr. So peinlich, wenn man das nicht dazu schreibt. So, als nächstes kommt ein Thunfischsalat. Ja, ich habe in dem Monat ja sehr viel Salat gegessen, dass ich keinen Salat mehr sehen kann. Da war schon meine Salatgrenze überschritten. Ich habe schon lange keinen mehr gegessen, dass ich mal wieder Bock hätte auf einen. Ja, schön, oder? Dann steht bei mir Eis da. Könnt ihr auch sehen. Was ich sonst noch gern gegessen habe in dem Monat Juni, waren Brombeeren. So ganz, also ich habe sie mir gewaschen, so statt Chips oder sowas im Juni, habe ich mir Brombeeren gewaschen und habe mich zum Fernsehen gesetzt und habe Fernsehen geschaut und hab Brombeeren gegessen, statt Chips. Und das fand ich wirklich gut. Habe ich auch wieder aufgehört. Ich habe sie mir nur ins Müsli reingeschmissen vor kurzem. Das mag ich auch total gerne, aber dazu gleich mehr. Dann steht bei mir wieder Mäcki. Ja, aber ich glaube, das war das erste Mal in dem Monat, oder? Lass mich kurz durchschauen. Ja, das war im Juni dann das erste Mal. Na bitte, da war ich schon braver. Dann steht da Starbucks, wo ich auch sehr selten hingehe, obwohl ich die Cafés und so gern mag. Und dann steht da Brot, Käse, Gurke. Schön, oder? Im Juli war es ein bisschen weniger, sage ich jetzt mal. Da habe ich oft, also nicht nur jetzt einmal in der Woche oder so oder bla bla bla, sondern öfter ein Müsli mir gemacht. Das habe ich auch oft auf Insta-Story und so postet. Mit Himbeeren und Brombeeren. Ich mag das noch immer total gern. Was ich wieder versucht habe, öfter zu essen im Juli, war Salat, den ich ja schon nicht mehr sehen kann, Leute. Dann habe ich da wieder einen Burger. In letzter Zeit ist meine Burgerphase wieder zurückgekommen, also in die letzten 3 Monate. Dann steht bei mir... Achso, ja, da war ich ja mit Termin unterwegs. Das ist ja voll süß angerichtet gewesen, der Burger. Das fand ich voll niedlich mit diesen Mini-Fritteusen-Körbchen. Das war so süß. Da musste ich 100 Fotos machen von dem. Cocktails habe ich auch schon ewig nicht mehr getrunken gehabt. Da steht auch Donuts, weil da waren wir im Donutzentrum. Da haben wir sich dann auch kurzfristig noch mit der Amy auch getroffen, weil sie da von ihren New York, LA und Las Vegas, glaube ich, war sie auch, weil sie da von dem Trip zurückgekommen ist. Und da haben wir sich Donuts gekauft, und also ich und meine Cousine. Und ich muss leider gestehen, ich musste die anderen 3 entsorgen. Ich kriege sowieso ein schlechtes Gewissen, aber die waren so ekelhaft aufgeweicht nach einer Zeit. Das war echt ekelhaft. Deswegen, wenn ich mir Dunkin' Donuts holen werde, wird es nur noch einer sein. Habe ich auch zu meiner Mama auch gesagt. Weil früher haben... Also, da sieht man den Unterschied. Wenn ihr euch an die alten Videos noch erinnert, wo ich euch die Donuts gezeigt habe, habe ich mit meiner Familie alle aufgefressen. Alle. Könnt ihr euch das vorstellen? 6 Stück. Weg. Also 2 mindestens oder 3 an einem Tag. Oder mit dem Jan, wenn ihr euch an das noch erinnern könnt, wo ich so oft Donuts gekauft habe mit ihm. Aber jetzt nicht mehr, ich bin stolz auf mich. Dann steht bei mir wieder Müsli, das wird wieder dasselbe mit diesen Brombeeren und so sein. Dann steht bei mir Schnitzel, das war von meiner Mom. Ja, aber mein Bruder hat sie rausgemacht, was ich weiß. Ja, da hat er mir nämlich Fotos geschickt auch. das habe ich mir mit in die Arbeit genommen, das waren Spaghetti, die der Jan kocht hat. Und ich habe mir dazu einen Salat gemacht und das hat so gut geschmeckt. Das ist wirklich so gut geschmeckt. Da habe ich auch noch versucht, weniger zu essen. Dann war ich mit Roman unterwegs und da waren wir beim Burger King. Da habe ich auch nur ein Foto oder so davon. Ich muss aber sagen, ich bin kein Burger King-Fan. Ich fand diese Chili-Käse-Nugget voll geil. Aber die Burger mag ich irgendwie nicht. Dann habe ich noch mein scharfes Essen gemacht. Das mache ich sehr, sehr oft. Überhaupt in letzter Zeit. Ich habe es vor kurzem wieder erst gemacht. Ich liebe es. Ich könnte mich da drin baden. Klingt eklig, aber ich könnte wirklich da drin baden. Ich habe mal ein ganz, ganz altes Kochvideo dazu gemacht. Das war nämlich, ist von mir selber erfunden, dieses Essen. Ich weiß nicht, ob es sowas ähnliches vielleicht gibt, aber bin ganz stolz auf mich. Ja, ich mag das total gerne. Meine Mom isst das auch gerne. Wie gesagt, es gibt ein Video. Vielleicht, wenn ich dran denke, kann ich es ja verlinken.
Dann steht bei mir noch Torte Mama. Und da haben urviele auf Instagram auch, glaube ich, reagiert und haben geschrieben, dass sie auch so eins haben wollen. Und meine Mama hat wieder so eine gemacht und die esse ich jetzt in letzter Zeit wieder oft. Sehr böse, ich weiß. Oh, und es steht am Schluss Mackie. Da war ich nämlich mit der Emi unterwegs, glaube ich. Da haben wir sich so kurzfristig getroffen. Ich will euch kurz auf dem Laufenden halten. Ich werde die nächsten Videos aufteilen, was foodmäßig betrifft. Nächstes Mal kommt von August bis September ein Video. Und das nächste Mal kommt dann erst Oktober bis Dezember eins. Das heißt 2 Monate und danach 3 Monate. Ich musste das so aufteilen, weil anders ging das irgendwie nicht. Und ich glaube, im September werde ich viel essen, weil da ist wieder der Kirtag. Also, ja. August schaut auch relativ gut aus, muss ich noch mich drum kümmern. Aber... ja. Und ich glaube, ich werde nicht ein What I Eat in a Day machen, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie ich das drehen soll. So, dass ich auch damit zufrieden bin. Weil ich will nicht wieder ein Video machen, wo ich dann wieder genervt bin, so wie mit dem Sammlungsvideo, weil da kamen ja auch sehr viele Kommentare drüber, aber das war halt in dem Moment so, tut mir leid. Aber ich will halt nicht wieder so ein Video drehen. Und wenn euch wirklich interessiert, was ich an einem Tag futter, das poste ich meistens immer auf Snapchat und Instagram. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich Snapchat jetzt endlich in die Infobox geschrieben habe. Ich muss das, glaube ich, noch ändern. Aber ihr könnt es mal in die Infobox gucken, weil da schreibe ich eh immer alles rein. Und ja. Schaut mal runter. Also da poste ich immer mein Essen. Also selten kommt es vor, dass ich nichts poste. Und da könnt ihr, wenn ihr euch wirklich interessiert, was ich an einem Tag esse, weil da poste ich das eben, könnt ihr das da anschauen, weil ein Video will ich ehrlich gesagt nicht drüber machen, weil ihr seht ja eh circa, was ich so verspachtel, wenn ihr die Food-Tagebücher seht und deswegen, ja, ich hoffe, das stört jetzt nicht so viele, aber ich glaube, das sind, ich weiß nicht, wie ich die Videoreihe machen sollte. Also, so ein Schneidkünstler bin ich nicht, sagen wir es, wie es ist. Und ja. Ich hoffe, das ist okay für euch. Aber es werden jetzt eben mehr Food-Tagebücher kommen, damit ihr ein bisschen besänftigt seid. Ja. Und das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr könnt mir hier schreiben, was euer Lieblingsessen ist in letzter Zeit, wo ihr nicht genug davon kriegen könnt. Egal ob Süßigkeiten oder normales Essen. Das würde ich sehr, sehr gerne wissen, weil ich bin so ein Food-Junkie. Kennt's mich? Und ja, das war's. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!